Diese Beziehung macht in der ganzen Welt auf sich aufmerksam. Der Favorit für die französische Präsidentenstichwahl und seine Frau, seine ehemalige Lehrerin. Macron ist 15 Jahre alt, als er seine heutige Frau Brigitte kennenlernt. Sie ist damals eine 40 Jahre alte verheiratete Lehrerin in einer Schule in Nordfrankreich. Er war in seiner Schulzeit mit Lehrern befreundet und ging mit ihnen essen, erinnert sich ein alter Schulfreund von Macron. Und er sagt, Macron habe immer getan, was von ihm erwartet worden sei. Die einzige Ausnahme sei Brigitte gewesen. Mit 17 Jahren verlässt Macron widerwillig die Stadt Amiens, aber nicht ohne zuvor Brigitte zu sagen, er werde sie eines Tages heiraten. Und als er in Paris eintrifft, macht er einen großen Bogen um Mädchen seines Alters, erzählt Schulkollege Jean-Baptiste. Sie waren einfach zu jung, um ihn zu interessieren. Er wollte etwas lernen. Sie verstehen als Liebhaber. Und daher war er an älteren Frauen interessiert? Natürlich, vor allem, wenn sie eine Lehrerin waren. 14 Jahre nach dem ersten Treffen heiratete Macron seine Brigitte. Zuvor fragt der damals 29-jährige Macron seine drei zukünftigen Stiefkinder, eine Tochter so alt wie Macron selbst, um deren Erlaubnis. Es war eine sehr eindrucksvolle Geste. Es wäre wohl nicht jeder gekommen und hätte bei uns um ihre Hand angehalten. Er wollte einfach, dass wir das, was passieren würde, auch akzeptieren. Macron sagt, eine Familie zu heiraten sei für ihn ein bedeutender Schritt gewesen. Er macht damals eine eher unpassende Verbindung zu dem, was er selbst ein Versprechen für das Leben nennt. Er ist nun 39 Jahre alt, sie 64 und hat bereits 7 Enkelkinder. Wir haben keine klassische Familie, das ist nicht abzustreiten. Aber gibt es daher weniger Liebe in dieser Familie? Ich glaube nicht. Es gibt vielleicht sogar mehr Liebe als in konventionellen Familien. Die Ehefrau steht nun auch im Fokus der Öffentlichkeit. Was ungewöhnlich für die französische Politik ist, sie tritt oft auf, spricht aber kaum. Zumindest derzeit. Ich werde nach der Wahl zu reden beginnen und dann nie aufhören. Doch wie würde sich Brigitte Macron als First Lady machen? Sie würde natürlich als First Lady nicht vom Steuerzahler bezahlt, aber sie würde ihre eigene Persönlichkeit besitzen. Sie würde ihre eigene Ansicht zu Dingen haben und natürlich immer an meiner Seite sein.